Jubelhelm. Ja. Und damit wäre das erledigt. Am besten wir kehren nach Nabredas zurück, nicht? Ja, eine ausgezeichnete Idee. Ja, gut, dann machen wir das. Ihr wart mir wirklich eine große Hilfe. Was darf ich euch als Entlohnung anbieten? Nun, wir hörten, hier in Nabredas gäbe es einen Erfinder, der Flugschiffe konstruiert. Vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen. Nun, ich schätze, ihr habt mich gesucht und gefunden. Also, ich habe noch ein altes Modell in den Bergen versteckt. Lasst uns nach draußen gehen, dann zeige ich es euch. Cool. Okay. Oh Gott, sind wir groß. Ja, das ist cool. Mit dieser Fernsteuerung hier sollte es euch lokalisieren und steht in eurer Nähe bereitstehen. Probier's doch mal aus. Komm mit, wir schauen uns das einmal genauer an. Okay. Cool. Richtig cool. Das ist mein Prachtexemplar. Es ist schnell wie der Wind und bringt euch überall hin. Ihr müsst lediglich, wenn es euch gefunden hat, wenn ihr damit fliegen wollt, nutzt dazu die Aktionstaste. Dann müsst ihr nur noch den Ort auswählen, an dem ihr geflogen werden wollt. Das macht das Schiff von ganz allein. Und ihr gebt einfach so eines eurer Flugschiffe her? Ich muss gestehen, es ist ein etwas älteres Modell, aber ich benötige es nicht mehr. Ab jetzt verschreibe ich mich nur noch der Erforschung des Wetters. Hab vielen Dank. Wir werden auf das Flugschiff Acht geben und viel Erfolg bei euren Forschungen. Eine Fernsteuerung erhalten. Yay. Und damit haben wir einen Standardklassiker in jedem hochwertigen, relativ hochwertigen RPG, was es eigentlich gibt. Naja, nein, was sage ich? RPG Standard Abenteuer. Ein Flugschiff. Und damit können wir auch überall, wo wir schon mal waren und wo wir noch nicht waren, können wir hin. Und als erstes nehmen wir uns die Stadt. Wo wollen wir denn hin? Xiang oder Xinu? Was war das denn nochmal? Ich fliege erstmal zu Xiang. Ja, genau. Betreten. Ihr solltet im Dschungel, der diesen Ort umgibt, vorsichtig sein. Viele aggressive Monster tummeln sich dort seit einiger Zeit. Okay. Ja, wieder etwas, was ich ziemlich cool finde. Dschungelmenschen. Willkommen in Xixiang. Wir legen nicht allzu große Werte auf Technologie. Wundert euch deshalb nicht über unsere Wohnverhältnisse. Das war eine Frau. Ich hätte höher sprechen sollen. Aber egal. Wir haben zwar nicht viel, aber zum Leben überleben reicht es. Zum Leben überleben. Oh, ein alter Mann. Oh, willkommen. Wir haben hier in Xixiang recht selten Besucher. Kann ich euch helfen? Sagen Sie, gibt es hier in Xixiang Gerüchte über eine magische Steintafel oder etwas Ähnliches? Steintafel? Seltsam. Eine Gruppe Soldaten befragte mich vor kurzem nach demselben Thema. Aha. Und wo ist diese Gruppe hingegangen? Sie ging, soweit ich mich entsinne, ins Innere des Dschungels, zu diesen Ruinen von Xixiang. Ruinen von Xixiang? Was meinen Sie damit? Vor langer, langer Zeit, jetzt kommt eine Opa-Geschichte, die ich so gerne erzähle, vor dem Götterkrieg war Xixiang im Zentrum der Technologie. Ein Dutzend riesiger Makropolen überzog die Oberfläche der Insel. Die Menschen waren damals so sehr von ihrer Technologie vereinnahmt, dass sie die Götter völlig vergaßen. Sie gingen sogar so weit, ihre Herrschern Gebäude aus reinem Gold zu errichten. Dann kamen die Dämonen und vernichteten die Makropolen. Alles, was heute noch davon übrig ist, sind die Überreste der goldenen Gebäude in den Tiefen des Dschungels. Doch passt auf!
Seit kurzem tummeln sich dort zahlreiche Monster. Keine Sorge, wir passen schon auf uns auf. Wenn ihr in die Ruinen geht, solltet ihr Sprengstoff dabei haben. Vieles dort ist verschüttet und erschwert das Vorankommen. Gut, machen wir. Und wir gehen noch einen weiter. Wer ist hier? Das sieht mir ganz nach einem Markt aus. Hallo? Willst du hier übernachten? Es ist zwar nicht allzu gemütlich, aber sicher ist es auf jeden Fall. Es kostet dich nur 80 Cent. Ja, übernachten wir halt mal. Dum, 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 dum. Und der nächste Traum. Gott Thanatos. Eure Göttlichkeit, wie befohlen möchte sich ein Oberhaupt der Katsura mit euch treffen. Schön zu hören. Ich denke, die Katsura werden mein Angebot nicht ausschlagen können. Und dann wird alles so sein, wie es sein sollte. Was wollt ihr, Thanatos? Weshalb habt ihr mich hierher bestellt? Und weshalb ohne Anwesenheit der anderen Götter? Nun, ich möchte mit euch über etwas sprechen, das die anderen Götter nicht wissen dürfen. Wie darf ich das verstehen? Ihr Götter habt doch den Auftrag, gemeinsam Entscheidungen für Zeal zu fällen. Ich habe durchaus eine Entscheidung getroffen, die Zeal von Nutzen sein wird. Und wenn ihr Katsura mir eure Loyalität versichert... Was wollt ihr damit sagen? Ich habe etwas gefunden, das mir und euch grenzenlose Macht zusichern wird. Ja, und die meisten wissen wahrscheinlich schon, was gemeint ist. Das ist das Licht Zeons. Habt ihr Interesse daran, neue Techniken zu lernen? Ja. Dunkle Vision für Sorata. Heilgare für Yoko. Strafe der Götter für Satoshi. Feuergar für niemanden. Bla bla bla. Niemand da. Stalagmit. Für Kuma. Das war's. Was haben wir hier? Recht Dschungelfahrt. Oben Wohnhöhlen und unten der Waffenshop. Dann gehen wir doch mal zum Waffenshop. Oh, ein Kind. Ich mag Kinder nicht. Fang mich. Nö. Noch ein Kind. Auf Dauer ist es einfach zu stressig, mit ihr zu spielen. Aha. Aha, warum spreche ich so? Trader Guy! Kann ich euch weiterhelfen? Ja! Was machst du denn hier? Oh, ich bin hier so vorbeigekommen und dann dachte ich, ne, öffne mal einen Shop. Boah, der verkauft... Leute, er verkauft Kraftsirup. Das ist neu. Wow. Genial. Gut, ich will... Vielleicht muss ich ja noch Waffen kaufen, die mir helfen können. Oh, Waffenverkäufer, Mann. Was darf es sein? Oh Gott, ja. War klar. Gut, Betriebsspeer. Relaxed. Das war's schon. Ich hätte doch nicht so viel kaufen sollen. Okay. Ausrüsten. Mithril-Schwert. Ich weiß nicht, sollen wir Drachentöter und Goblinklinge noch behalten? Die sind von besonderen Monstern, wie ich finde. Deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir können erstmal unsere anderen Gegenstände alle verkaufen. Ja. Zum Beispiel die Riesenaxt, das Bastardschwert, der Bastardlanze, magischer Hut, Drachentöter und Goblinkling. Ich weiß es nicht, wie viel. Na, vielleicht. Garuda-Rüstung nicht. Flügelhelm auch nicht. So. Bomben haben wir genug. Was wollte ich denn noch? Da, Mithril-Säbel für Miu. Sie, ne? Sie da.
Die anderen können wir nicht. Platte. Okay, mal gucken. So, Schild.